Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Fabian Prietz, ich bin Fitnesscoach und ich helfe vielen Beschäftigten dabei, Muskeln aufzubauen, fit zu werden und gesund zu bleiben mit einem hohen Energielevel zusammen. Ja, und im heutigen Video werde ich euch Anton vorstellen. Anton ist damals mein allererster Coaching-Teilnehmer gewesen und er wird euch heute etwas über seine Erfahrungen erzählen, wie die Zusammenarbeit ablief, was sich bei ihm vor allem alles getan hat. Und deshalb viel Spaß beim Video, jetzt starten wir auch direkt rein. So, grüß dich Anton, schön, dass du da bist. Danke. Ja, erzähl gerne mal, wer bist du und was machst du eigentlich? Ich bin Anton, ich komme aus Zürich und ich arbeite momentan bei Google als Softwareentwickler. Mhm, alles klar, sehr gut. Ja, erzähl mal gerne, was war denn deine Ausgangssituation, bevor wir gemeinsam zusammengearbeitet haben? Also ich hatte schon ein Jahr trainiert, dann irgendwann hatte ich aber nicht mehr so viel Fortschritte gemacht. Am Anfang ging es noch, dann war ich immer noch dünn nach einem Jahr. Man konnte noch nicht sehen, dass ich in den Streamgang ging und ich wollte einfach mehr. Ich hatte große Ziele und habe dann dich kontaktiert. Ja, sehr nice. Und wie kam es dazu, dass du dich ausgerechnet für mich entschieden hast und dass du dich allgemein noch entschieden hast dazu, dir professionelle Unterstützung zu holen? Ja, ich habe einfach gesehen, dass du professionell bist, dass du Erfahrung hast. Du warst eigentlich dort, wo ich sein wollte oder was mein Ziel war. Und du warst mir auch sympathisch. Ich glaube, wir haben einfach mal telefoniert. Ja. Und da habe ich mich halt für dich entschieden. Es war auch nicht so eine große Entscheidung, weil ich eigentlich wusste, dass ich zu dir kommen möchte. Was war so dein Ziel, was du dir gesetzt hattest für die Zusammenarbeit und was hast du dir vielleicht auch erhofft? Ja, wie ich gerade erwähnt hatte, war mein Ziel einfach breit zu werden, besser wahrgenommen zu werden, auch bei der Arbeit mehr Anerkennung zu kriegen, vielleicht für meinen Körper und auch dann mehr, die Leute besser überzeugen zu können bei der Arbeit dann. Was hat sich denn dann alles geändert? Also was ist dann so im Laufe der Zusammenarbeit passiert? Und was gab es denn so für dich für konkrete Veränderungen? Ich habe mich körperlich ziemlich verändert. Ja. Ich bin breit geworden. Ich habe auch abgenommen sogar. Also das übrige, überschüssige Fett ist weggegangen. Und ich habe einige Kilo aufgebaut. Dann habe ich auch am Schluss dann viele Komplimente bekommen. Die Leute haben mir Anerkennung gegeben und das ziemlich schnell. Leute sind zu mir gekommen, haben gesagt, boah, du bist breit geworden. Ja. Genau, und Performance ist bei der Arbeit viel besser geworden, weil ich mich einfach durch die Ernährung viel besser dann fokussieren konnte auf das, was ich eigentlich machen musste. Und auch, ich hatte nicht mehr die ganze Zeit den Gedanken, was esse ich jetzt, weil ich wusste immer, was ich essen soll. Ich habe immer alles vorbereitet dann. Und genau durch den guten Körper habe ich mir auch nicht mehr so Gedanken gemacht, dass ich jetzt noch abnehmen muss oder aufbauen muss. Und dann sind einige Probleme weggegangen. Ja, sehr geil. Gut, jetzt kommen wir mal zu einer bisschen persönlicheren Frage. Wie würdest du mich denn als Person, als Coach beschreiben? Du bist sehr hilfsbereit. Du antwortest immer schnell. Also das ist jetzt nicht Persönlichkeit, aber das zeigt halt die Hilfsbereitschaft. Freundlich und charismatisch. Sehr gut. Okay, und gab es irgendwas an der Zusammenarbeit oder an den Ergebnissen, wo du sagst, okay, das hat dich vielleicht besonders überrascht? Genau, also während der Zusammenarbeit, nach ein paar Monaten, habe ich dir dann ein Bild geschickt von meiner aktuellen Form, wie wir das, glaube ich, jede Woche gemacht hatten. Ja. Und dann hast du mal das gegen das Bild ganz am Anfang daneben gesetzt, in irgendeiner App. Und dann habe ich so die Transformation gesehen und war erstmal voll verblüfft. Das war doch nicht ich am Anfang. Weil ich habe selber gar nicht so stark gemerkt, aber als ich dann das Bild gesehen habe, habe ich gesehen, ja, ich habe krasse Fortschritte gemacht. Ja, definitiv. Und wenn du jetzt sagen würdest, falls du das Coaching empfiehlst, würdest du es allgemein machen? Und wenn ja, an wen würdest du es weiterempfehlen? Also es ist nichts für jedermann. Man muss große Ziele haben, man muss gut durchziehen können, weil man kauft sich nicht den Körper, sondern man kriegt Hilfe und eine Anleitung und Unterstützung. Das heißt, du meinst, man muss jemand sein, der umsetzt, damit sich sowas auch lohnt? Genau, das meine ich. Also vor allem Leute, die auch sonst gut durchziehen, und weil sonst bringt es auch nichts. Ja. Und Leute, die viel beschäftigt sind und mehr aus sich rausholen wollen. Mhm. Weshalb genau der Faktor mit der Vielbeschäftigkeit? Weil du sehr darauf eingehst, wie man besser, also seine Zeit besser nutzt, auch eben beim Kochen. Beim Trainieren, also ich muss nicht 3 Stunden am Tag im Gym sein und dann nochmal 3 Stunden in die Küche. Ja, das ist sehr gut. Also ich bin sehr effizient. Zeiteffizient, genau. Ja.
Das war's jetzt auch schon mit dem Video-Testimonial, mit dem Video-Feedback von Anton. Man hat auf jeden Fall gesehen, Anton hat sich hier sehr, sehr stark verändert. Ich blende hier nochmal eine Transformation ein. Und sowohl auf körperlicher Ebene, was jetzt das Optische angeht, als auch auf mentaler Ebene, dass er stärker durchziehen kann, dass er disziplinierter geworden ist, dass er gesünder ist. All diese ganzen Entwicklungen sind auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Ich freue mich immer wieder als Coach, vor allem immer dieses Vorher-Nachher-Bild zu sehen, ist eine sehr, sehr coole Sache. Und wenn du jetzt sagst, das Feedback von Anton hat dich überzeugt, du würdest auch gerne ja, eine professionelle Beratung im Fitnessbereich haben, jemanden haben, der dich wirklich auch ja, dazu bringt, durchzuziehen mit dem richtigen Plan, mit dem richtigen Wissen, dann trag dich doch gerne auf meiner Website für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Und dann können wir uns gemeinsam mal anschauen, was deine Situation ist, ob und wie ich dir dann auch konkret dabei helfen kann und inwiefern dann auch eine Zusammenarbeit vielleicht sinnvoll ist. Ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen. Teil gerne dieses Video mit deinen Freunden, von denen du weißt, dass es denen weiterhelfen könnte. Gib dem Video einen Like, kommentier das Video gerne. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war's von mir.